Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk, zu einer der größten Oscar-Überraschungen des Jahres. Denn Andrea Riseborough hat plötzlich eine Oscar-Nominierung bekommen für die beste Hauptrolle. Und deswegen reden wir jetzt einmal über To Leslie und ich sag euch, ob das überhaupt gerechtfertigt ist nach dem Trailer. Leslie, how does it feel to win such a life-changing sum of money? Oh, well, I feel a hell of a lot better than yesterday. What do you plan to do with 190,000 smackaroos? I don't know, maybe buy a house, buy some knives for my boy, you know, just have a better life. Save my soul, ran through the night, lost in the woods. And I won't be a good mom again. She just blew all that money. Yeah? Where's she been? I won the lottery. I was the one who won the lottery. Look out for yourself. You always do. Make them derelicts you spit on, we ain't partying no more. Chasing the pavement. Things don't go the same way for any two people, and I don't think any less of you for having the problems you do. Been down this road, not you know what? It's my life. I might look stupid to you. You don't. Yeah, well, I ain't one for letting people get over on me. I'm not gonna do this again. Windows are dirty. Everyone in the town tries to avoid me like the plague, and my boy doesn't want to see me. He ain't never gonna speak to me again. Try to be good, yeah, try to be real. Y'all remember Leslie, don't you? Helen Raymond's little girl. You don't gotta worry about me because despite your best effort, I ain't going nowhere. Angels are falling down on me. Good Christian people raised you right. You ruined that sweet boy's life. And what did you do to stop me? So don't walk away, you can count. Tell me I'm good. On me. Keep falling down on me. Into Leslie geht es um Leslie, wie im Name gespielt von Andrea Riseborough. Sie gewinnt im Lotto. Sie ist eine alleinerziehende Mutter, die sich um ihr Kind kümmern muss. Doch sehr schnell verschleudert sie ihr gewonnenes Geld in Alkohol und Drogen. Und 6 Jahre danach muss sie versuchen, irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen, sich selber wieder aufzuraffen, auch wenn sie noch ganz, ganz tief in der Alkoholsucht steht. Und sie klaut ihrem Sohn Geld, sie kümmert sich nicht um ihn, ihr ist eigentlich alles egal, bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist im Grunde To Leslie, der in Deutschland leider Gottes noch keinen Kinostart hat. Ich habe den durch Glück gesehen, durch einen Bekannten aus den USA, deswegen habe ich ihn sehen können. Natürlich mit VPN, sonst kriegt man den hier halt leider nicht. Und war hin und weg. To Leslie ist nicht nur eines der bestgespielten Filme der letzten 5 bis 10 Jahre, sondern auch eines der intensivsten. Allein die Wandlung von Leslie von einer gebrochenen, schwer gestörten Alkoholikerin, die wirklich ihrem Sohn hinterrücks das Geld aus dem Sofa zieht, wortwörtlich, und sich dann nach und nach wandelt zu einer Frau, die selber einen eigenen Laden öffnen könnte, ist so menschlich und so herzzerreißend, weil wir wirklich jede kleine Wandlung und jedes und alles von ihr verstehen können, nachvollziehen können und glauben können. Und das ist das große Ganze an diesem Film, nämlich auch Andrea Riseborough. Die wird ja in den USA mittlerweile als ein Chamäleon bezeichnet, weil die immer in ihren Rollen untergeht und sich ihrer Rolle komplett hingibt. Und sie hat zu Recht eine Oscar-Nominierung bekommen. Eigentlich aus meiner Sicht müsste sie es sogar gewinnen.
Weil das, was sie hier liefert, was sie teilweise mit ihren Augen anstellt, mit ihrer Mimik, mit ihrer Gestik, wie sie ihrem Charakter wirklich ein Fundament gibt, auf dem sie bauen kann. Und alles, was da noch passiert, fühlt sich so menschlich an, so echt, als würde sie wirklich gerade durch diese Situation durchgehen und das nicht einfach nur gespielt ist, sondern als wäre sie wirklich Leslie. Und das habe ich das letzte Mal in dieser Form von Frances McDormand gesehen in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und das ist ja jetzt auch schon ein paar viele Jahre her. Das war 2018. Und wow, also ich war hin und weg. Dieser Film ist so eine emotionale Achterbahnfahrt, die einen von Anfang bis Ende catcht. Da sind dann auch noch wundervolle Schauspieler bei wie Marc Maron, der ein bisschen zurückbleibt hinter Andrea Riseborough, weil die sich viel die Szenen teilen irgendwann. Dann ist Oscar-Preisträgerin Allison Janney noch mit dabei, die auch eine tolle Leistung abliefert. Aber keiner hat auch nur im geringsten eine Chance gegen Riseboroughs Sledgehammer-Performance, die alles, aber auch wirklich alles in diesem Film überschattet. Das ist Wahnsinn, das ist so gut. Das ist ein sensationelles Drama und ich hoffe, der kommt dieses Jahr noch in die deutschen Kinos, denn für mich ist es, wenn er auch dieses Jahr in Deutschland rauskommt, einer der besten Filme des gesamten Jahres. Und für mich kriegt To Leslie 9 von 10 möglichen Punkten. Absolutes Brett, guckt den euch an, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt. Das ist ein richtig starkes Ding. Habt ihr vielleicht sogar in irgendeiner Weise, egal wie, ich will jetzt hier auch nicht verurteilend wirken, To Leslie sehen können, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne mal dazu, ob ihr den überhaupt sehen wollen würdet, ob ihr jemals von diesem Film gehört habt und wie ihr es findet, dass Andrea Riseborough quasi nur damit mit ihrer Bekanntschaft zu Hollywood-Schauspielern, die ja quasi extra für diesen Film dann Screenings veranstaltet haben, eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Weil das ist ja dieses Grassrooting, also sie hatte ja eigentlich gar keine Kampagne, aber sie hat dann aber quasi mit anderen eine Kampagne selber gefahren, indem andere Schauspieler wie Kate Winslet und so weiter und so fort ja richtige, echte Screenings veranstaltet haben, damit die Oscar Academy den Film sehen kann. Und es gibt jetzt wirklich ganz viele Probleme, weil jetzt wird aufgearbeitet bei der Academy, ist das überhaupt gerechtfertigt gewesen? Ja, ist es. Leute, lasst der Frau die Nominierung. Wenn eine dieses Jahr diese Nominierung verdient gehabt hat, dann ist es Andrea Riseborough. Mein Gott, ey. So, und damit verabschiede ich mich jetzt. Morgen sehen wir uns wieder zu einer Kritik zu Shrinking, Season 1. Die gucke ich gerade ganz aufmerksam. Dann kommt eine Kritik zu Der Beta-Test. Und am letzten Tag kommt die Kritik endlich, ich hole sie auch mal nach, zu Everything, Everywhere, All at Once. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.